Zuschauer, 22.15 Uhr, zweites deutsches Programm heute an diesem Abend. Zu diesem Thema. Gedroht, gezockt, gefeilscht wurde in Brüssel schon oft und ausgiebig. Aber der Verhandlungsmarathon mit den Griechen stellt alles in den Schatten. Richard Sulik, der slowakische Europapolitiker, fordert, die Griechen haben nichts zustande gebracht. Sie sollten die Eurozone verlassen. Wir haben einen Osteuropäer bei uns in der Runde, und zwar den liberalen Politiker der Slowakei. Sie sitzen im Europaparlament, Herr Sulik. Wenn wir jetzt hören, dass weder Frau Merkel noch Jean-Claude Juncker einen Grexit wollen, hat dann die griechische Regierung nicht alles in der Hand, um weiter zu verhandeln? Ja, das Erpressungspotenzial ist sehr hoch. Aber ich denke, die griechische Regierung macht hier einen Fehler, weil die denken, denen ist es ist gut, in der Eurozone zu sein. Nur aus rein ökonomischen Gesichtspunkten hat Griechenland keine Chance, in einer Währungsunion zu überleben, wo Deutschland mit drin ist oder Niederlande oder Österreich. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Griechenland verlässt die Eurozone oder, wenn es in der Eurozone drin bleibt, dann müssen wir es subventionieren jedes Jahr. Die ersten fünf Jahre haben, wie bekannt, 240 Milliarden gekostet. Die nächsten fünf werden zwar nicht so teuer werden, das sollte so um die 100 hinhauen, aber das ist einfach anders nicht zu machen. Wir haben uns ja mit Herrn Schulz hier vor 3 Jahren bei Ihnen in der Sendung getroffen. Damals hat Herr Schulz mir mangelnde Solidarität vorgeworfen. Bei uns ist deswegen auch die Regierung in der Slowakei zerfallen. Und 3 Jahre aber lang nicht war... nicht wegen meines Vorwurfs. Nicht wegen Ihnen, nein, wegen dem Mangel, wegen der Solidarität, ja. Aber was ich sagen will, 3 Jahre lang waren ja die Partner der Eurozone solidarisch, haben ja einen Haufen Geld nach Griechenland geschickt. Und was hat diese Solidarität bewirkt? Die Arbeitslosigkeit hat sich verdoppelt und ist mit die höchste der Welt in Griechenland. Industrieproduktion ist auf dem Level der 70er Jahre. Die Wirtschaft ist um ein Viertel geschrumpft. Die Staatsschulden sind von 120 auf 175% gestiegen. In der Zwischenzeit, und ich gehöre ja zu den Kritikern von Griechenland, aber in der Zwischenzeit sind Griechen die Opfer. Die haben einfach draufgezahlt. Und wenn es Solidarität gab, dann gab es die mit deutschen und französischen Banken. Weil da wurden die Investoren, auch andere Banken natürlich, nicht nur deutsche, französische, aber die am meisten, die Investoren wurden gerettet. Aber wenn wir das alles beiseite lassen, wo da jetzt wer was warm getan hat, die Griechen haben keine Chance, in der Eurozone zu überleben. Dauerhaft, ohne ständig subventioniert zu werden. Weil ihre Solidarität endet oder weil sie glauben, dass die Griechen ein besseres Leben davon hätten? Weil die Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit von Deutschland und von Griechenland ist viel zu unterschiedlich. Das ist der Grund. Das heißt, dass wir alle gemeinsam nach oben gehen. Über eine bessere Umverteilung, über eine gerechtere Umverteilung von dem, was insgesamt europaweit produziert wird. Okay, gleich Einspruch von... Ja, das klingt sehr schwer, aber im Grunde wollen Sie doch nur das Geld von den anderen. Nein. Doch? Was wollen Sie sonst? Nein. Sie wollen Geld? Der erste Vorschlag, der Herr Varoufakis gemacht hat. Und Schuldenstreichen? Nein. Der erste Vorschlag, der von der Regierung gekommen ist und der bis jetzt auch gilt, war, wir wollen keine neuen Hilfsgelder bekommen, weil wir wollen aus diesem Teufelskreis rauskommen. Trotzdem noch mal die Frage an Herrn Sulik. Herr Sulik, das, was die Slowakei, der Wald und die Bäume, was die Slowakei für die Griechen gebürgt hat, ist eine nennenswerte Summe. Und was die Slowakei selbst geschafft hat, ist ein nennenswerter Weg, weil sie haben sich an europäische Verträge gehalten. Zum Beispiel. Sie haben die Sparauflagen erfüllt, sie haben die Reformbemühungen ins Leben umgesetzt. Haben Sie das Gefühl, der Ehrliche ist der Dumme? Ja, das auf jeden Fall. Und dieses Gefühl ist umso mehr verstärkt, wenn ich jetzt die Verhandlungen in den letzten Monaten sehe. Da muss man doch einfach nur stark genug auf den Köpfen von Leuten wie Herrn Schulz rumspringen und die werden schon nachgeben, weil die haben keine andere Möglichkeit. Weil es waren eben Politiker wie der Herr Schulz und Herr Juncker und Frau Merkel, die das Geld der Steuerzahler nach Griechenland zum Fenster rausgeschmissen haben. Jetzt könnt ihr doch nicht sagen, ja, tut uns leid, war ein Fehler und wir werden es nicht mehr machen. Jetzt müssen Sie sich schon dran festhalten. Aber Sie widersprechen sich selber. Sie haben vorher gesagt, das Geld ist an die Banken gegangen. Darf ich reden, bitte? Ja, natürlich ist das Geld an die Banken gegangen, aber ich habe schon vor 5 Jahren gesagt, das ist ein riesengroßer Fehler.
nur ein Cent nach Griechenland zu schicken. Griechenland hat keine Chance und soll die Eurozone verlassen. Das ist ja nicht der Weltuntergang, es ist auch kein Ende der Europäischen Union. Es ist nur ein Ende eines Irrtums, dass Länder so unterschiedlich wie Deutschland und Griechenland in einer Währungsunion zusammenleben können. Das ist alles. Ich würde mal gerne dekonstruieren den Begriff Länder. Wir leben in einer aggregierten Volkswirtschaft. Das Land, in dem wir leben, heißt Eurolanden. Das müssen wir langsam mal verstehen. Es geht nicht darum, dass das ist Ihr Problem, dass Sie das nicht verstehen wollen. Aber hier sitzen lauter junge Leute. Wenn ich die hier sehe in diesem Publikumsraum, dann müssen wir endlich mal verstehen, dass wir in den nächsten 20 Jahren nicht mehr von die Slowaken, die Griechen, die Italiener sprechen, sondern wir sind die Bürger von einem Land, das heißt Euroland. Dieses Land hat eine Währung, der heißt Euro. Und wir müssen um diese Währung eine diese Debatten sind die Debatten, die am allernotwendigsten sind, damit wir hier einen Kompass dafür bekommen, wo wir in 20 Jahren sein. Morgen sollte Griechenland 310 Millionen zurückzahlen. Das sind tatsächlich Peanuts im Vergleich zu knapp 4 Milliarden Euro am 12. Juni und nochmal so viel am 20. Juli. Allein bis zu diesem Datum beläuft sich die Summe der griechischen Rückzahlungen auf 13 Milliarden. Selbst mit einer Freigabe der letzten 7,2 Milliarden aus dem Hilfspaket bräuchte Griechenland bereits im Juli wieder frisches Geld. Vor kurzem, als Herr Weimar gesagt hat, Griechenland kann doch raustreten, sagten sie, naja, das erlauben die Verträge nicht. Es sind aber genau dieselben Verträge, die sagen, jedes Land haftet für seine Schulden selbst, Artikel 125. Das hat sie nicht gestört. Als gegen diese Verträge, da wurden die Verträge gebrochen, vor 5 Jahren, als das Geld nach Griechenland ging. Ich denke auch, die hätten damals Insolvenz oder Pleite anmelden müssen, die einfach Staatsbankrott erklären, haben sie ja in den letzten 180 Jahren 5-mal gemacht, haben das im Blut sozusagen, da wäre nichts passiert. Heute wäre Griechenland genesen, weil heute ist, wie ich bereits gesagt habe, Griechenland in der Zwischenzeit das Opfer des ganzen Spiels und sie wissen nicht, wie weiter. Und wenn Herr Tsipras das Angebot nicht annehmen wird, wo sie fast betteln, dass er das macht, wenn er das nicht macht, werden sie noch mit einem allerletzten Angebot kommen und dann noch mit einem, die werden ihnen auf den Kopf rumspringen, weil einfach sie sich erpressbar gemacht haben. Das ist das Problem. Und noch einmal, Griechenland muss Europa verlassen, Eurozone verlassen. Und sie sagen, naja, aber das wird auch Geld kosten. Ja, aber dann können wir endlich anfangen, eine Lösung zu haben, weil jetzt ist es eben nur dieses Durchwurschteln. Das geben sie ja selbst zu. Und wenn Sie die Lösung jetzt finden, haben wir weitere Jahre. In 5 Jahren sitzen wir nochmal hier und dann werden wir feststellen, okay, 10 Jahre sind verloren gegangen. Herr Chondros wird sich informieren, was auf dem Tisch liegt und was die griechische Regierung morgen dann vielleicht doch annimmt. Und Herr Sulik wird uns sagen, ob Sie eigentlich auch glauben, dass dieses Europa jede Chance hat, auseinanderzufliegen? Ja, ich wollte Herrn Schulz fragen, weil der sagte, wir wollen jetzt hier da werden die Haushalte saniert. Schauen Sie mal an. Das in den letzten 5 Jahren, die Schulden steigen so stark, weil jeder denkt, der andere bezahlt sie. So kann das eben nicht funktionieren. Es ist schön, eine große Idee von Europa zu haben und hier, ich spreche immer so langweiliges Thema wie Geld, aber daran wird Ihre schöne Idee scheitern. Daran. Italien, Sie haben gerade gesagt, die genesen so gut, die reformieren. Schauen Sie, wie die Schulden steigen. Bei allen Ländern steigen die Schulden. Das ist das Problem. Wer bezahlt das? Liebe Frau, Sie? Haben Sie schon mal... Ich möchte wissen, wer das zahlt. Ja, also ich will das nicht zahlen. Ich bin von den slowakischen Wählern gewählt worden. Ich kann nur sagen, ich bin Historikerin. Ich vertrete deren Interessen. Und seit 5000 Jahren sind Schulden in regelmäßigen Abständen immer wieder gestrichen worden. Entweder durch Krieg oder durch Revolution. Das ist die beste Einstellung. Genau. Und das ist einfach eine empirische Evidenz, wenn Sie 5000 Jahre... Sie zum Finanzminister zu machen, ich bin nicht Finanzministerin, sondern Historikerin und damit Realistin. Schulden, wenn sie zu heavy geworden sind, sind immer gestrichen worden. Aber Sie können einfach nicht so sich dazu so hinstellen. So, okay, die Schulden werden eines Tages doch nur gestrichen. So geht das nicht. Wir werden die Geschichte heute nicht mehr auflösen. Schulden sind entweder durch Revolutionen oder durch Kriege abgeschrieben worden, vielleicht auch durch etwas anderes, manchmal auch ausgesprochen friedlich. Wir müssen hier an der Stelle leider einen Punkt machen und Sie sofort weiterverweisen an Markus Lanz, der heute wieder interessante Gäste zu Gast hat.